Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2. Das ist, glaube ich, die letzte Folge, die ich vorproduziert habe, denn dann, wenn ihr die seht, ist mein Urlaub auch schon wieder vorbei und ich muss arbeiten gehen. Und am nächsten Sonntag gibt es dann wieder ganz aktuell von den ersten Plätzen die Level. So, wir machen mal weiter. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben mit diesem 10-Sekunden-Level. Haben hier ein Minigame-Spikeball-Level, I'm hosting a competition, Desert-Platforming. Da schauen wir auf jeden Fall mal rein. In knapp 30 Sekunden kann man das schaffen und eine knapp 6%ige Abschlussrate hat dieses Level. Sollten wir definitiv hinbekommen. Und ja, das Laden ging auf jeden Fall schon schneller als wie beim letzten Mal. Wie gesagt, ich lade im Hintergrund halt die Parts hoch, weil, wie gesagt, ich produziere ja vor. So. Bis. Ah, okay. Da hätte man noch ein bisschen warten müssen, dass die Plattform noch ein bisschen weiter runter geht. Ja, die Spikes hier sind alle sehr gefährlich. Ich habe es gerade gesagt, die Spikes sind gefährlich. Ich bin da ein bisschen kurz gesprungen. So. Diesmal haben wir ihn besser erwischt. Da müssen wir jetzt ein bisschen länger warten, damit wir hier... Ah, okay, da könnte man durchrennen oder man wartet und springt dann durch die Lücke. Also sehr präzise Sprünge werden hier von einem verlangt. Das ist schon... Ah, das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen warten. Ah, da hätte man, ja, wie gesagt, da hätte man schnell durchrennen können, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und eine Speicherfahne, sehr gut. Sowas finde ich immer gut, wenn sowas dabei ist. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen warten und dann sind wir statt auf dem Galumba einfach auf der Spike gelandet, weil er gerade nach rechts gelaufen ist, dieses Einzelmännchen da. So, oder ich muss einfach ein bisschen zeitiger abspringen, das wäre wahrscheinlich ganz knapp. Ganz knapp und fast die Röhre doch noch bekommen. Ja, wir werden wahrscheinlich wieder so anderthalb Minuten... Ach nee, das war ja nicht mit dem Durchschnitt. Ich wollte jetzt durchrennen, aber das war ja in dem vorhergehenden Abschnitt. Okay, gut. Alles kein Problem für uns. Wir machen das einfach nochmal. So, dann hier nochmal. Und diesmal haben wir die Röhre erwischt. Wir haben fast drüber geschlittert. Aber okay, es gibt noch einen Speicherpunkt und ich denke mal, das wird der letzte sein, weil noch einen wird es dann nicht... Oh, da muss man schnell reagieren. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, wenn man nicht ganz genau sieht, wo man lang muss, so ein bisschen Try and Error. Aber okay, diesmal hat es besser geklappt. Und da haben wir das Ziel. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, gab es die drei Leben am Anfang? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Level Up Kaktuseis. Deswegen grün und ihr seht das nicht so richtig. Ich brauchte jetzt mal einen Schluck zu trinken von dem ganzen Gequatsche. Da kriegt man den trockenen Mund. So, was haben wir denn hier? Kaizo Light. Thanks Speedrun. Okay, wir machen den mal 17 Sekunden. Wir schauen uns ihn an. Wird wahrscheinlich kein Like bekommen durch die Münzen. Aber wir schauen. Vielleicht gibt es ja ein... was? Irgendwas Besonderes hier? Oh Gott, da habe ich fast vergessen zu springen. Und warum hieß das Ding Thanks? Speedrun, wahrscheinlich, weil das Wort Thanks dort in der Lava geschrieben war. Habe ich jetzt aber ganz ehrlich gesagt nicht so drauf achten können. Nee.
Hat mich nicht so geflasht. Machen wir weiter. Defi des Swamp. 18,76% Abstand. In einer Sekunde kann man das Level schaffen. Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. Okay, also ich brauche auch kein Power-Up. Das ist wahrscheinlich dann... Okay. Wie komme ich jetzt da ran? Wie komme ich ans Ziel? Zeitablauf. Kann ich da einfach... Muss ich da einfach durchrennen und nicht drüber springen? Ah, das geht auch nicht. Ganz langsam dranlaufen, okay. Alter, wenn das jemand in einer Sekunde geschafft hat... Respekt. Aber das Level war jetzt auch halt nichts Besonderes, ne? Ich habe 3 Sekunden gebraucht halt. Wir machen weiter, wir haben es gespielt. Krusty Goomba Hills, klassisches Level, 40% Abschlussrate, in 16 Sekunden kann man schaffen. Wir wollen uns versuchen, wieder alles anzuschauen von dem Level. Es geht nicht hier um Rekorde. Wir können natürlich auch nochmal ein paar 0% Level spielen, mal sehen. So, Goomba Hills. Der erste Goomba, der in diesem Level kommt, den, aber ich meine wahrscheinlich... Wenn man wahrscheinlich den Münzen folgt. Oh Gott. Da haben wir eine 30er Münze. Hier oben ist nichts weiter. Die nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Was kommt hier? Okay, warte mal, eine Piranha-Pflanze. Auf die können wir ja eigentlich spinnen. Da passiert aber nichts. An die Feuerblume kommen wir auch nicht ran. Doch, jetzt kommen wir da ran. So, Goomba, du musst doch... Ah, es ist dafür, um an die 30er-Münze zu kommen. Ah, da haben wir die nächste 30er-Münze. Sehr schön. Oh Gott. Das war knapp. Aber hier gibt es halt auch nicht... Da haben wir noch eine Feuerblume bekommen. Und da sind wir am Ziel. Also wirklich ein sehr klassisches Level. Aber sowas gefällt mir. Sowas gefällt mir einfach. Und die Tür wurde zugebaut, dass es so aussieht, als ob Toadette in die Röhre geht. Also sowas natürlich gerne mehr. Solche klassischen Level machen einfach Spaß. Es wird mal Zeit wieder für ein neues Mario, oder? Ich habe aber noch einige Let's Plays am Laufen, die ich auf jeden Fall noch weiterführen muss. Auf jeden Fall Zelda muss ich, habe ich schon ewig lange nicht mehr gespielt, muss ich auf jeden Fall weitermachen. Obwohl mich das halt nicht ganz so sehr geflasht hat wie der erste Teil Zelda, ne? Aber okay, so Ice KV Bloodforming. 4,77% Abschlussrate. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit. Ach, wir haben es schwierig hier, ne? So, aber egal. So, hier nach unten, damit wir hier rüberkommen. Okay. Okay. Dann da durch. So, dann hier rüber. Da kommen wir auch. Warum bin ich jetzt da durchgefallen? Warum muss ich jetzt da... Aber da ist ein Monty, auf den ich drauf springen muss. Das habe ich schon mal gesehen. Ah, okay. Also ich muss definitiv auf den Eisblock da oben, anders komme ich da nämlich nicht drüber. So. So. Und jetzt sind wir hier auch richtig drauf und jetzt... Man sollte nicht so oft spinnen in der Luft. Aber ich hätte, wie gesagt, auch wieder da auf den Monty gemusst.
So, jetzt müssen wir hier auf den Eiszapfen drauf. Bis jetzt gab es ja auch noch keinen Speicherpunkt. Ducken. Okay, das war knapp. Da war es sie gewesen und an so Dingern kann man sich immer mal ein bisschen aufhalten. An diesen Greifhack, da hat man ja halt immer ein bisschen Zeit, ne? Aber okay, an sich ist das Level gar nicht schwer. Es ist halt einfach immer nur die eigene Dummheit, dass man da stirbt. Ist halt so. Wie jetzt hier zum Beispiel. Ah, man hätte sogar vielleicht damit Spin-Jumps darüber schaffen können. Dass man da hätte ein bisschen. Könnte man ja theoretisch gesehen mal ausprobieren, ne? Ah, nee, lieber nicht. Jetzt müssen wir hier nach oben. So, man könnte natürlich auch die Piranha-Pflanzen spinnen, ne? Ducken. So. Und THX, da ist die Zahnstange. Ich habe sie nicht mal oben bekommen, aber... Ich vermute mal, unten wären definitiv Manchas gewesen. Wenn man da übers Ziel hinausgesprungen wäre, hätte man sogar noch sterben können. Hundertprozentig. Minigame-Mix, da braucht man halten. Weekly One, kurz und knackig, keine Ahnung. Sinnloses Level, müsste eigentlich ein Bu bekommen. 99, 100. Genau, wir gehen mal auf die nächste Seite wieder weiter. Dann geht es nämlich hier weiter mit 101. Young Girl. Musiklevel. Das ist so ein One-Screen-Level, glaube ich. Kaskade. Coopers Underground. Light. Was haben wir denn für eine Abschlussrate? 3,6%. Speedrun 15 Sekunden. Piranha Heaven. Technik-Level. Das Rue. Haben wir wieder Weekly 1. Das hatten wir schon mal. Kurz und knackig. How to get your Maker Points. Da haben wir ein Buch gegeben, das haben wir gespielt. Super Mario 3D Land. One Screen Level, 10 Sekunden Brick Blocks. Was haben wir denn noch Schönes? Gib mir doch mal wieder ein schönes Platforming Level. The Wellerman. Sea Shanty. Ist das ein Musiklevel? Ja, komm. The Wellerman. Kemba möchte ich gerne mit 93% Abschlussrate. Kein Problem. Ich möchte aber dem Lied lauschen, weil ich das eigentlich ganz gut finde. Auf geht's. Mal sehen, ob wir es raushören. Musiklevel. Sehr geil. Sehr cooles Level. Und die Powerblöcke zerquetschen Toadette. Aber wir sind durch. Ja, ein bisschen kurz fand ich's. Aber wie gesagt, das Lied hat man definitiv erkannt. Ich hoffe ihr auch. Und ich gebe für Musiklevel eigentlich kein Like. Aber wie gesagt, ich hatte im letzten Part auch Harry Potter ein Like gegeben. Und von daher muss ich das. 1-1, but it's automatic. Runaway from Boo. Autoscrolling, nee, Autoscrolling wollen wir nicht. Themenlevel. 6 Sekunden, 49% ist auch wieder so ein One-Screen-Level, ne? Wo man wahrscheinlich, sammle alle 50er Münzen erreicht, wo man wahrscheinlich nicht viel machen muss. Außer mal ein bisschen springen rechts und links. Ja, ich glaube, man muss hier gar nichts machen, außer dann einmal nach oben drücken. Und dann sind wir auch schon durch. Ist nicht wirklich so meins gewesen. Ich mag sowas nicht.
Ist wohl gut gemacht. Bekommt kein Bu, aber halt auch kein Like, ne? Quick Jump Test. Den haben wir, sowas ähnliches haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht. In einer Sekunde kann man es schaffen. 9,84% Abschlussrate. Wenn man im richtigen Moment abspringt, sollte das definitiv kein Problem sein. Das wird definitiv ein wenig zu spät oder zu früh. Ei! Könnte gefährlich werden. Ich habe sowas ähnliches schon mal gemacht. Da hat man das, glaube ich, sogar beim ersten Mal geschafft, ne? Ah, wir waren auf jeden Fall schon näher dran. An der Fahnenstange. Ich weiß nicht, wie hier so die Abschlussrate ist. Ah, ich denke immer, ich renne dann immer in die Spikes rein. Ah, okay, geben uns noch 3 Versuche. Sollte ich vielleicht jedes Mal sagen. Bin ich ein bisschen eher abgesprungen. Haben es geschafft. Nichts Besonderes. Kann jeder bauen, so ein Level. Bin noch ein bisschen schön optisch ausgeschmückt. Ein paar Tausendstel war da jemand schneller. Machen weiter. 1-1 Bad ist disorientierend. Sky High Blood Forming. Abschlussrate 6,74%. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind gerade mal bei 17 Minuten. Ein kleiner Zwischenstand. Dann geht's weiter. Auf geht's. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bis jetzt, also optisch gefällt es mir schon sehr gut. Oh nein, diese komischen Ding. Oh, Gott sei Dank haben wir den. Gott sei Dank haben wir den Speicherpunkt erreicht. Diese komischen Bumper da, die gefallen mir gar nicht. Ich glaube, da kommt man nicht mit einem Schlag durch. Da muss man auf jeden Fall in der Mitte warten. So, wie komme ich jetzt zu dem Schlüssel? Ich wollte eigentlich dort runter, aber ich muss ja auch wieder zurück. Da muss man dann nach rechts weiter, ne? Aber wir brauchen den Schlüssel halt. Hätte ich mehr Schwung gebraucht, aber ich habe einen Schlüssel bekommen. Aber ich. Und da oben ist auch jemand an der Spike gestorben. Dum, dum, dum. Eigentlich von der Level-Idee. Von der Level-Idee sehr cool. So. Der Sprung war okay. Also von der Zeit her ist alles sehr gut. Okay, ich denke mal hier 3 Leben. Und dann sind wir durch. Haben sogar da noch ein Leben bekommen. Sehr gut. Und das THX schön dort oben rechts in der Wand. Drinne. War kurz. Hat Spaß gemacht. War ein bisschen herausfordernd. Und bekommt definitiv ein Like, obwohl wir eine Minute langsamer waren. Aber ich sage immer wieder, das ist vollkommen egal. So, ihr Lieben, Ghost Ship Nubo. Ah, das ist ein Autoscrolling-Level, das möchte ich nicht machen. 1-1, but it's raining. Birthday Bones Bounce House. Musik Speedrun. Funny Things I Believe is a Kid. Speedrun. Automatic Level. Coins of the Night. Jumpman Mario 1-3. Das Level haben wir einen Bu gegeben. Hier haben wir noch einen Speedrun und ich würde sagen, mit einer 10%igen Abschlussrate. Wir haben uns den anschauen, wird wahrscheinlich kein Like bekommen durch die ganzen Coins, aber wenn er gut gemacht ist, vielleicht überlege ich es mir ja doch noch. Jetzt geht's zurück hier. Ja, alles wieder mal ein bisschen hin und her hier. 10er Münze bekommen, sehr schön optisch dargestellt.
gerade so noch den Powerblock geschmissen, sonst wären wir wahrscheinlich gegen die Mancha gerannt. Oh Gott, so eine Sprünge sind immer richtig heftig. Aber alles gut. Und da sind wir am Ziel. Wunderbares Level. Wir haben es, glaube ich, beim ersten Mal geschafft, ne? Dadurch würde ich gerne eigentlich ein Like geben. Obwohl, wie gesagt, das mit den Münzen hat mir nicht so gefallen. 2 Sekunden langsamer waren wir auch. Und ich würde sagen, weil es die letzte Folge ist, very important, read comments, nee. Weil es die letzte vorproduzierte Folge ist, werden wir noch ein Level dranhauen, wenn wir noch ein schönes finden. Ah, die Level müssten wir eigentlich alle im Blue geben, wo nur diese Fahnenstange ist. Ich glaube, hier gibt es auch nichts Besonderes weiter. Dschungel, Kaizo, Light. Im Questionnaire, Others Ask Anything. Skyscraper. Technik, Einzelspieler. Ein Checkpoint. Abschlussrate von 6,4% ist gar nicht so kompliziert. Wenn wir hier keine Shelljumps machen müssen, könnten wir es hinbekommen. Ach, da war noch ein Goomba. Den habe ich nicht gesehen. Da habe ich aber, hätte ich den aber loslassen müssen. Okay. Ah, die sieht man aber so schlecht. Das ist schlecht gewählt. Da hätte man andere wählen müssen, die vielleicht rot markiert sind oder so. Da muss man den Fragezeichenblock erwischen. Ich möchte mit einem Sieg aus dem Level gehen und jetzt will ich ewig lange probieren, ne? Gib mir noch ein bisschen Schönes, komm. Easy Parcours gegen die Zeit, Abschlussrate 8%, in 13 Sekunden kann man es schaffen. Ah, das ist wieder so eine Sache, easy. Für die, die es erstellt haben, vielleicht. Aber für uns wahrscheinlich nicht easy. Da ist auf jeden Fall ein Goomba. Weiß ich nicht, ob ich da einen hohen Sprung brauche oder einen niedrigen Sprung. Da hätte ich nochmal spinnen müssen. Okay. Ah, 3 Sekunden wahrscheinlich bis zum Ziel. Okay, wir sind durchgekommen. Fahnenstange oben kann man nicht erreichen, weil ich glaube nicht, dass man da oben reinkommt. War herausfordernd. War easy. Gibt kein Like. Wir haben das Level aber geschafft und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische. Dann auf jeden Fall wieder ganz aktuell, wenn ich aus meinem Urlaub komme. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.